Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir beginnen das Jahr 2019 mit den Videos zur Neuregelung der steuerlichen Sachverhalte. Ich werde das in zwei Videos abarbeiten, einfach aufgrund des großen Umfangs. Der erste Teil, mit dem wir heute anfangen, wird sich mit den Regelungen beschäftigen, die quasi feststehend jetzt in 2019 kommen. Der zweite Teil des Videos wird sich damit befassen, was, ich sage jetzt mal, kommen könnte, das, was geplant war, weil die Entwürfe, die eingereicht wurden, die aber noch nicht zu 100% sicher sind, ob sie umgesetzt werden und in welchem Umfang. Das wird dann der zweite Teil sein. Heute jetzt den ersten Teil, wie gesagt, das, was auf jeden Fall auf uns zukommt, das ist unter Punkt 1 die Anhebung des Kindergelds, unter Punkt 2 Anhebung des Kinderfreibetrages, des Grundfreibetrages und der dazu passenden Steuertarife. Drittens die Lohnsteuerbefreiung für Dienstfahrräder. Viertens Lohnsteuerbefreiung für den öffentlichen Personennahverkehr. Fünftens Elektroautos mit der 0,5% Methode. Und last but not least unter Punkt 6 die Sonder-AFA für die Schaffung neuen Wohnraums. Auch eine ganz neue Regelung und ja, ich denke mal eine ganz gute Investitionsmöglichkeit. Gut, aber wir fangen wie gesagt erstmal allgemein an, was die Änderungen, die ab 2019 sind, betrifft. Klar ist natürlich, dass jährlich neue Gesetze verabschiedet und beschlossen werden. Das gilt dementsprechend natürlich auch für das Steuerrecht. Und wie immer werden neben Anpassung von Freibeträgen, Freigrenzen und allen möglichen fixen Werten, die aufgrund wirtschaftlicher oder sozialer Veränderungen eine Anpassung benötigen, oftmals auch Gesetzeslücken geschlossen oder es müssen neue Regelungen für neue Entwicklungen geschaffen werden, welche durch aktuelle Gesetze nicht hinreichend berücksichtigt werden. Was jetzt noch nicht in Thema ist und besprochen wurde, aber was in diese Vision zum Beispiel reingehören würde, wäre die Beurteilung von Smartphones im Rahmen haushaltsnaher Dienstleistungen bei Wartung. Das heißt, bei den Smart Homes ist es ja so, dass sie in der Regel komplett technisiert und ferngesteuert sind und in der Regel auch eher eine Fernwartung, also dass ein Techniker auf das System aus der Ferne zugreift und nicht vor Ort kommen muss, dass er das auf diese Weise wartet. Und die Definition von haushaltsnah ist eigentlich nicht mehr erfüllt, weil haushaltsnah heißt wirklich auch eigentlich, dass er physikalisch vor Ort sein muss. Allerdings bedenkt man die Tatsache, dass es hier um wirklich einen Haushalt geht, dann wäre doch schon zu überlegen, ob man das auch als haushaltsnahe Dienstleistung betrachten sollte. Weiter ist auch die Beurteilung digitaler Währungen immer noch ein Diskussionsthema. Und zwar bezüglich der Zuordnung der Einkunftsart, und zwar ob es Kapitaleinkünfte oder Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind und natürlich auch, wie es mit der Umsatzsteuer hier aussieht. Und man muss die unterscheiden zwischen dem Handel, den Schürfen und der allgemeinen Bereitstellung der Rechnungsleistung. All diese drei Vorgänge, sag ich mal, machen ja insgesamt das Handeln mit den Online-Währungen aus und müssten steuerlich gewürdigt werden. Kommen wir zu Punkt 1, Anhebung des Kindergeldes. Das erhöht sich ab 2019 und weitere 10 Euro pro Kind und Monat. 2017 hatten wir den Stand 192 Euro pro Monat fürs erste und zweite Kind. Dann hat es sich um 6 Euro erhöht fürs dritte Kind auf 198 Euro pro Monat. Und beim vierten Kind hatte man dann sogar schon 223 Euro pro Monat bekommen. Für 5., 6., 7. und so weiter galt auch dieser Wert. Die hatten sich bereits in 2018 erhöht. Jeweils um 2 Euro, das war jetzt nicht wirklich viel gewesen. Jetzt in 2019 eine deutlichere Erhöhung von 10 Euro, sodass wir jetzt für erste und zweite Kinder 204 Euro pro Monat erhalten. Für das dritte Kind bekommt man 210 Euro monatlich und für jedes weitere Kind 235 Euro pro Monat. So, damit waren wir ganz schnell durch, können direkt zur Anhebung des Kinderfreibetrages, Grundfreibetrages und Steuertarif kommen. Ja, auch der Kinderfreibetrag steigt an, während allerdings der Betreuungsfreibetrag gleich bleibt, siehe § 32 Absatz 6 EStG. In 2018 war der Kinderfreibetrag pro Kind und Elternteil und Jahr 2.394 Euro, der Betreuungsfreibetrag 1.320 Euro. Letzterer bleibt in 19, aber der Kinderfreibetrag erhöht sich auf 2.490 Euro. Zweitens, Grundfreibetrag und Steuertarif.
Beide werden an die aktuelle wirtschaftliche Lage angepasst und daraus ergibt sich dann halt die neue Steuertabelle mit den neuen Steuerformeln. Ich packe das euch auch mal dann unten in den Link rein, damit man das jetzt hier nicht abtippen muss. Und wichtig hier vielleicht noch, der Grundfreibetrag erhöht sich von 9.000 auf 9.168 Euro Pflichtigen. Das bedeutet, wenn man pro Kopf, sage ich mal, weniger Einkommen als 9.168 Euro hat, dann ist es komplett steuerfrei. Erst ab diesem Betrag beginnt quasi in der Einkommensteuer diese anzufallen. Bei Zusammenveranlagung verdoppeln sich natürlich die Werte. Okay, damit kommen wir auch zu den neuen Berechnungsformeln. Klar, unter 9.168 Euro gibt es keine Formel, weil es halt der Grundfreibetrag ist und das ist die Einkommensteuer definiert mit gleich 0. Die nächste Formel umfasst den Bereich von 9.169 bis 14.254 Euro als versteuerndes Einkommen. Hier berechnet sich die Einkommensteuer mit Klammer auf 980,14 mal Klammer auf zu versteuerndes Einkommen minus Grundfreibetrag 9.168 Euro, Klammer zu, geteilt durch 10.000 plus 1.400, Klammer zu, mal Klammer auf zu versteuerndes Einkommen minus Grundfreibetrag von 9.168 Euro, Klammer zu, geteilt durch 10.000 Euro. Für den Bereich 14.255 bis 55.960 Euro müssen wir folgende Formel anwenden. Einkommensteuer ist gleich Klammer auf 216,16 mal Klammer auf zu versteuerndes Einkommen minus 14.254 Euro Klammer zu geteilt durch 10.000 Klammer zu plus 2.397 Klammer zu mal Klammer auf zu versteuerndes Einkommen minus 14.254 Klammer zu geteilt durch 10.000 plus 965,58. Für den Bereich 55.961 bis 265.326 Euro gilt die Formel 0,42 mal zu versteuerndes Einkommen minus 8.087,90 Euro. Und alles, was drüber ist, da kommt quasi die Reichensteuer von 3% zu tragen. Daher quasi dieselbe Formel wie gerade eben, nur statt 0,42 nehmen wir 0,45 mal zu versteuerndes Einkommen minus 16.047,60 Euro. Für den Splitting-Tarif muss zunächst das zu versteuernde Einkommen halbiert, dann nach obigen Formeln die Einkommensteuer berechnet und anschließend mit 2 multipliziert werden. Macht irgendwie auch Sinn, ne? Ist ja doppelt. Ja, dementsprechend müssen wir auch die Übungen, die ich gestaltet habe, in denen das vorkommt, berücksichtigen und neu beurteilen. Hier ist eine Übung aus der Vorlesung Steuerrecht 15, umfassend die Folien 28 bis 37. An dieser Stelle möchte ich bitten, dass man das Video pausiert. Wer zumindest sich mit dem Thema befassen möchte, sollte es hier pausieren. Ansonsten kann er gerne weiterklicken und versucht, die Aufgaben zu lösen. Ich springe natürlich zur Lösung, stelle die dann vor. Ist quasi wirklich jetzt genau dieselben Aufgaben. Ich habe halt nur alle Jahre entsprechend auf 2019 erhöht und auch die Geburtsdaten entsprechend angepasst, damit wir jetzt die neuen Grenzen unter denselben Voraussetzungen beurteilen können. Ich wünsche viel Erfolg. Ja, kommen wir damit zur Lösung. Genau genommen zuerst von neuen Folien, die ich benötige. Es geht um die Eheleute Mellern mit einem Einkommen von 52.000 Euro aus nicht-selbstständiger Tätigkeit und aus Einkünften aus Gewerbebetrieb in Höhe von 500 Euro. Hier müssen wir auf den Herdausgleich nach § 46 Absatz 2 Nummer 1 EStG in Verbindung mit § 70 EStDV achten. Wir haben ein Einkommen von 52.000 Euro. Darin sind Einkünfte aus anderen Tätigkeiten außer nicht-selbstständiger Tätigkeit in Höhe von 500 Euro. Das heißt, wir haben einen Herdausgleich. Wir sind im Bereich zwischen 410 bis 820 Euro. Das heißt, wir müssen 820 Euro minus die anderen Einkünfte von 500 Euro rechnen und kommen auf 320 Euro, um die das Einkommen gemindert wird, worauf wir ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe von 51.680 Euro erhalten. Für dieses müssen wir jetzt die tarifliche Einkommensteuer ermitteln. Wir schauen in die Splitting-Tabelle, sehen, aha, liegt zwischen 51.600 Euro,
wo eine Einkommensteuer von 8.042 anfällt und 51.700 Euro, wo eine Einkommensteuer von 8.070 Euro anfällt. Wir könnten auch die Formel nehmen, ich habe es aber mit der Näherung hier gemacht, weil ich das einfacher finde. Errechnet für 51.680 Euro hätten wir als untere Grenze 51.680 minus 51.600 sind 80 Euro. Die obere Grenze wären 51.700 Euro minus 51.680 Euro sind 20 Euro. Jetzt müssen wir ermitteln, was wir zur unteren Grenze hinzurechnen müssen. Das sind 80 Euro geteilt durch 80 plus 20 Euro, also untere plus obere Grenze. Sind also 80 durch 100 Euro, ist also ein Faktor von 0,8. Und die Einkommensteuer ergibt sich mit der unteren Einkommensteuer plus obere Einkommensteuer minus untere Einkommensteuer mal Zurechnung. Ist also mal mit Zahlen ausgedrückt 8042 plus in Klammern 8042 minus 8070 Klammer zu mal 0,8. Sind also 8042 plus 28 mal 0,8. Das macht 8042 plus 2240, ergibt 8064 Euro, die hier die Einkommensteuer wären. Zweitens, der Steuerpflichtige Betrug hat ein zu versteuerndes Einkommen von 70.000 Euro. Darin enthalten ist eine Abfindung von 20.000 Euro für seine langjährigen treuen Dienste bei seinem Unternehmen, aus dem er im Veranlagungszeitraum 2019 ausschied. Der Rest ergibt sich aus Einkünften aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Ja, hier haben wir nach § 34 Absatz 2 Nummer 4 StG außerordentliche Einkünfte. Das zu versteuernde Einkommen ohne diese sind 70.000 minus 20.000 Euro, also 50.000 Euro. Das zu versteuernde Einkommen mit ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte wären uns, das ist die Fünftelregelung, sind entsprechend 50.000 Euro plus 0,2 mal 20.000 Euro macht 54.000 Euro. Dafür müssen wir die tarifliche Einkommensteuer ermitteln. Laut Grundtabelle gibt es genau diesen Wert und das ist dann eine Einkommensteuer von 13.907 Euro für das versteuernde Einkommen inklusive ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte. Jetzt müssen wir schauen, wie die tarifliche Einkommensteuer für das ZVE von 50.000 Euro, also ohne ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte, wäre. Das finden wir auch in der Tabelle ganz genau zum Ablesen. Und das ist eine Einkommensteuer von 12.295 Euro. Okay, jetzt nehmen wir das inklusive der außerordentlichen Einkünfte in Höhe von 13.907, abzüglich das ZVE ohne außerordentliche Einkünfte, also minus 12.295, ergibt eine Differenz von 1.612 Euro. Die müssen wir mit 5 multiplizieren, womit wir eine Einkommensteuer für außerordentliche Einkünfte von 8.060 Euro erhalten. Dazu nehmen wir unsere normale Einkommensteuer, also für das ZVE ohne außerordentliche Einkünfte in Höhe von 12.295 Euro und kommen auf gesamte Einkommensteuer von 20.355 Euro, die hier zu versteuern sind. Drittens. Die Eheleute Sirje haben zwei Kinder. Peter, geboren am 15.03.1994, er besucht die Universität Münster im Erststudium der Rechtswissenschaften. Dann haben sie noch den Sohn Hermann, geboren am 8.08.1991, der seit Geburt blind und hilflos ist und eine spezielle Handwerksschule besucht. Beide Kinder wohnen noch zu Hause. Die Eheleute haben ein Einkommen von 510.000 Euro. Darin enthalten ist Krankengeld in Höhe von 20.000 Euro. Hier kommen wir in den Paragraph 32 Absatz 6 StG, der Kinderfreibetrag mit der Günstigerprüfung. Schauen wir uns erstmal Peter an. Der ist 3 Monate lang ein Kind, und zwar von Januar bis März, und zwar nach § 32 Absatz 4 Nummer 2a StG, da er in Januar bis März noch 24 Jahre alt ist und sich in der ersten Berufsausbildung befindet. Hermann ist das ganze Jahr lang Kind nach § 32 Absatz 4 Nummer 3, da er vor Vollendung des 25. Lebensjahres, und zwar bei ihm seit der Geburt, hilflos war. Es steht der Familie also für 15 Monate Kindergeld zu. Das Kindergeld beträgt 204 Euro pro Monat für erste und zweite Kinder. Damit kommen wir auf 3.060 Euro an Kindergeld. Der Kinderfreibetrag ist 15 zwölfte Monate mal in Klammern 2.490 Euro plus 1.320 Euro, Klammer zu mal 2 wegen beiden Elternteilen, ist also 15 zwölfte mal 3.810 mal 2.
Das ergibt 4.762,50 € mal 2, also 9.525 € Kinderfreibetrag. Okay, bei einem Einkommen von 510.000 € haben wir jetzt einen Kinderfreibetrag von 9.525 €. Ziehen wir diesen von dem Einkommen ab, erhalten wir ein zu versteuerndes Einkommen von 500.475 €. Jetzt müssen wir die tariflische Einkommensteuer berechnen. Das machen wir am einfachsten, wenn wir die Formel nehmen, indem wir es durch 2 teilen und dann die Formel mit 0,42 mal ZVE minus 8.780,90 € einsetzen. Das wäre dann 0,42 mal 250.237,50 minus 8.780,90, also 105.099,75 minus 8.780,90 macht 96.318,85. Allerdings nochmal 2 rechnen, da wir es ja geteilt haben, ergibt also eine Einkommensteuer in Höhe von 192.637 €. Dazu kommt das Kindergeld. Wir haben uns ja dafür entschieden, dass wir den Kinderfreibetrag nehmen, also müssen wir das Kindergeld dazu rechnen und wir eine Bemessungsgrundlage von 195.697 € haben. Ohne Kinderfreibetrag nehmen wir unser Einkommen. Auch hier müssen wir dann 0,42 mal ZVI minus 8.780,90 wählen als Formel. Setzen wir das ein, haben wir also 0,42 mal 255.000 minus 8.780,90 ergibt 107.100 € minus 8.780,90 macht 98.319,10 €. Das mal 2 ergibt 196.638 € an tariflicher Einkommensteuer und damit auch als Bemessungsgrundlage für die günstiger Prüfung. Die machen wir jetzt. Wir schauen, was ist günstiger, welcher Wert ist kleiner. Das ist derjenige mit Kinderfreibetrag, also ist die tariflische Einkommensteuer 192.637 €. Fertig. Ja, jetzt haben wir herausgefunden, dass mit Kinderfreibetrag günstiger ist. Nehmen wir also das ZVE von 500.475, müssen allerdings noch den Progressionsvorbehalt in Form von Krankengeld nach § 32 Absatz 1 StG beachten. Unsere Bemessungsgrundlage ist dann also 500.475 € minus 20.000 € Krankengeld, ergibt 480.475 €. Müssen die Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, technisch gesehen dazu rechnen, wo wir dann wieder natürlich bei 500.475 € landen, was auch die Bemessungsgrundlage für den Einkommensteuersatz ist. Davon berechnen wir die Einkommensteuer, das haben wir schon gemacht, das von 192.637. Die Messungsgrundlage für den Einkommensteuersatz errechnen wir, indem wir das dann mal 100 nehmen und durch die Bemessungsgrundlage teilen. Ergibt also eine Einkommensteuer von 38,49%. Das nehmen wir mal die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer ohne die Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Und habe einen Tarif der Einkommensteuer von 184.938 €. Das Kindergeld kommt noch dazu. Wir haben uns ja hier für die Variante entschieden, wo wir den Kinderfreibetrag wählen. Und haben damit eine festzusetzende Einkommensteuer von 187.998 €. Damit kommen wir zum dritten Punkt, die Lohnsteuerbefreiung für Dienstfahrräder. Es ist seit 2012 so, dass Arbeitnehmer für ein vom Arbeitgeber überlassenes Dienstfahrrad, das gilt auch für E-Bikes, monatlich 1% des Bruttolistenverkaufspreis als Geldwertvorteil, also Arbeitslohn, versteuern müssen, unter der Voraussetzung, dass sie das auch privat nutzen dürfen. Das wird ab 2019 anders sein. Ab da ist die Sache dann steuerfrei. Das resultiert natürlich in einen höheren Nettolohn und ist damit ein Anreiz für die Anschaffung von Dienstfahrrädern. Da die Sozialversicherungsentgeltverordnung ausdrücklich auf die steuerlichen Regelungen verweist, müssen wir logischerweise auch daher annehmen, dass diese Überlassung auch sozialversicherungsfrei sein wird. Dazu machen wir eine kleine Ad-Hoc-Übung, die ich euch hier vorstelle, damit man das auch besser versteht. Es geht um den Angestellten F. Leisig, der ledig, kinderlos, konfessionslos, 32 Jahre alt ist und einen Bruttolohn von 2.000 € monatlich erhält.
Sein Arbeitgeber hat ihm ein dienstliches E-Bike zur privaten Nutzung überlassen, das er nicht nur für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzt. Das E-Bike hat einen Bruttolistenverkaufspreis von 4.000,50 €. Die Frage ist, wie hoch er vielleicht 6-monatlicher Auszahlbetrag ist, wieder unter der Voraussetzung, dass er, wie gesagt, es zwar privat nutzen kann, aber es nicht für die Fahrten zwischen Arbeitsstätte und Heimstätte nutzt. Machen wir zwei Fälle, in 2018 nach der alten Regelung und in 2019 nach der neuen Regelung. Die Werte, die hier gelten sollen, machen wir jetzt mal für beide Jahre einheitlich. Krankenversicherung 14,6%, KV 1%, PV 3,05%, Rentenversicherung 8,6%, Arbeitslosenversicherung 3%, Zusatz der Pflegeversicherung bei Kinderlosen 0,25%, Lohnsteuer 2018 193,91 und 2019 180,16. Die habe ich mir aus den entsprechenden Tabellen geholt. Okay. Fangen wir an. Bruttolohn, klar, in beiden Jahren 2000 Euro. Den Geldwertenvorteil in 2018 müssen wir errechnen. Und zwar mit dem Bruttolistenverkaufspreis, den wir auf 100 Euro abrunden, mal 1% pro Monat. Sind also 4.000 Euro mal 1% macht 40 Euro pro Monat Geldwertervorteil in 18. In 19 entfällt er durch die Neuregelung und wir haben einen zu versteuernden Lohn 18 2040 und 2019 2.000 Euro. So, jetzt tun wir unsere allgemeinen Abgaben abziehen. Immer dran denken, die Werte für Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenrentenversicherung teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmer gleichzeitig, also durch zwei. Mit zwei kleinen Feinheiten. Der Zusatzbeitrag der Krankenversicherung in hier in Höhe von 1% muss der Arbeitnehmer selber betragen. Und bei der Pflegeversicherung, da kinderlos, kommen nochmal 0,25% hinzu, die auch nur der Arbeitnehmer trägt. Gut. Fangen wir also an. 2018 ergibt sich Abzüge für Krankenversicherung von 169,32 Euro. Das entspricht 8,3%. 1,775 Pflegeversicherung sind 36,21 €. 1,5% Arbeitslosenversicherung sind 30,60 €. 9,3% Rentenversicherung sind 189,72 €. Lohnsteuer hatte ich gegeben mit 193,91 €. Soli ist 5,5% der Lohnsteuer, also 10,66 €. Ziehen wir das alles ab, erhalten wir einen Nettolohn von 1.409,58 €. Den Geldwertvorteil hatten wir hinzugerechnet, weil wir versteuern mussten. Jetzt ziehen wir ihn ab, weil er den natürlich nicht ausgezahlt bekommt. Ziehen also nochmal 40 Euro ab und kommen auf einen Auszahlbetrag von 1.369,58 €. Ja, selbiges machen wir für 2019. Hier ist dann die Krankenversicherung 166 Euro, die Pflegeversicherung 35,50 €, die Arbeitslosenversicherung glatt 30 Euro. Die Rentenversicherung 186, Lohnsteuer 180,16, Soli 9,91. Ziehen wir das alles ab, erhalten wir einen Nettolohn von 1.392,43 €. Theoretisch müssen wir den Geldwertvorteil abziehen, den haben wir nicht, also ist hier Nettolohn gleich Auszahlbetrag. Und wir sehen, das ist rundum ja, 23 Euro günstiger für den Arbeitnehmer, diese Variante. Damit kommen wir zum Punkt 4, die Lohnsteuerbefreiung für den öffentlichen Personennahverkehr. Hier gilt ab 2019, wenn der Arbeitgeber die Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr übernimmt, also in Form von Tickets, stellt dies keinen Geldwertvorteil mehr dar, sondern ist vollkommen lohnsteuerfrei. Auch hier gilt weiter, da die Sozialversicherungsentgeltverordnung ausdrücklich auf die steuerlichen Regelungen verweist, gehe ich mal davon aus, dass dies auch sozialversicherungsfrei sein wird. Aber in der Einkommensteuer, sofern man eine Einkommensteuererklärung machen will oder muss, wird die Entfernungspauschale entsprechend gekürzt. Was bedeutet das? Naja, da in der Regel die tatsächlichen Fahrtkosten die Entfernungspauschale übersteigen werden, ist das immer noch eine bessere Alternative, da auch keine SV-Bezüge abgeführt werden müssen. Das heißt, man hat, ja, wie man so schön sagt, mehr Netto vom Brutto. Und eine zweite Sache, die Währungskostenpauschale von 1.000 Euro kann dennoch in Anspruch genommen werden. Auch das ist vorteilhaft. Denn man hat hier quasi dann weniger Bruttolohn zu versteuern, hat aber trotzdem noch die Währungskostenpauschale von 1.000 Euro. Das heißt, man ist steuerlich eigentlich immer besser gestellt. Auch hier wieder eine kleine Ad-hoc-Übung, die ich vorstellen möchte.
Wir haben hier die Angestellte Tina Treu, Lohnsteuerklasse 1, die ab 2019 von ihrem Arbeitgeber ein Jahresticket für den öffentlichen Personennahverkehr erhält. Das kostet 800 Euro und die Frage ist jetzt natürlich, wie hoch ist die Entfernungspauschale, die Tina Treu in ihrer Einkommensteuer 19 in Form von Werbungskosten ansetzen kann, wenn sie 230 Tage ihre Arbeitsstätte aufgesucht hat und die einfache Entfernung im Fall A 10, im Fall B 15 Kilometer beträgt. Okay, schauen wir mal. Da habe ich eine kleine Tabelle. A 10, B 15 Kilometer, den Rest rechnen wir aus. Mal 230 Arbeitstage mal 30 Cent pro Kilometer und Tag ergibt 690 Euro Entfernungspauschale. Hiervon müssen wir leider die vom Arbeitgeber getragenen Fahrtkosten abziehen. Das wären 800 Euro. Wir können aber höchstens die Entfernungspauschale abziehen, also 690 Euro. Sie kann also keine Fahrtkosten als Werbungskosten ansetzen, denn sie hat ja quasi schon ihren Bruttolohn, der zwar steuerbar, technisch gesehen gemindert. Auch bei B haben wir 230 Arbeitstage mal 30 Cent pro Kilometer und Tag, ergibt 1.035 € als Entfernungspauschale. Hiervon müssen wir die 800 Euro fürs Ticket abziehen, die der Arbeitgeber bereits gezahlt hat, womit sie noch Fahrtkosten als Werbungskostenhöhe von 235 Euro geltend machen kann. Wichtig: Wenn keine anderen Werbungskosten vorliegen, kann in beiden Fällen zusätzlich noch die Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro geltend gemacht werden, beziehungsweise wenn die anderen Werbungskosten kleiner als 1.000 Euro sind, in der Summe dann. Damit haben wir eine deutliche finanzielle Entlastung des Arbeitnehmers, der sonst die 800 Euro selbst tragen müsste, da er ja, um die 800 Euro netto zu erwirtschaften, einen entsprechenden Bruttoverdienst investieren müsste. Der wäre quasi versteuert. Und das ist halt der ganz große Vorteil. Man müsste, wenn man ausrechnen wollte, wie viel Bruttolohnerhöhung das wäre, müsste man den Wert des Tickets nehmen. Die Abzüge, die man brutto hat, müsste man theoretisch hochrechnen, aber lassen wir das mal, die Werte, die man hat, alle summieren. Und dann die 800 Euro mal 1, den Prozentsatz, den man dazu hatte, dazu rechnen, multiplizieren. Und das wäre quasi entsprechende Bruttolohnerhöhung. Und damit echt eine sehr sinnvolle Sache. Okay, vorletztes Thema für heute: Elektroautos, die 0,5% Methode. Ja, nach der 1% Methode, der Fahrtenbuchmethode, der 0,03%, der 0,002% Methode, jetzt auch die 0,5% Methode. Für jeden, der es braucht, aber unter uns eigentlich eine gute Sache, um Elektroautos zu fördern, denn es gilt, dass der 2019 auch jetzt eine 0,5% Methode alternativ zur 1% Methode existiert. Und zwar, wenn man ein Elektroauto hat. Die wird geregelt sein in § 6 Absatz 1 Nummer 4 und besagt halt, dass man statt mit 1% stattdessen mit 0,5% pauschalieren kann die Nutzung. Was haben wir also? Wir nehmen die Netto-Privatentnahme. Die wird mit 0,5% des Bruttolistenverkaufspreises abgerundet auf volle 100er pro Monat pauschaliert. Da haben wir sie. Von dieser sind 80% umsatzsteuerpflichtig und 20% umsatzsteuerfrei, wie das auch bei der 1%-Methode ist. Hier fällt natürlich auf den steuerpflichtigen Teil die Umsatzsteuer an. Also mal 90% haben wir Umsatzsteuer. Dann bilden wir die Summe aus der Netto-Privatentnahme und der Umsatzsteuer. Das ergibt die zu buchende Brutto-Privatentnahme, die wie folgt gebucht wird: Privatentnahme an Entnahme für private Zwecke umsatzsteuerfrei. Und Entnahme für private Zwecke umsatzsteuerpflichtig 19% und natürlich die Umsatzsteuer. Auch hierzu wieder eine Übung. Der Unternehmer B. Rum nutzt einen zu 80% betrieblich genutzten PKW seit März 2019 für private Zwecke. Der Bruttolistenverkaufspreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung betrug 67.350 Euro. B. Rum fuhr mit dem PKW an insgesamt 200 Tagen täglich 60 Kilometer von seiner Wohnung zu seinem Betrieb und wieder zurück. Der gesamte Vorgang soll für 2019 gebucht werden. Machen wir erstmal die Privatentnahme, durch die es ja eigentlich geht. Der zweite Teil ist identisch mit der eigentlichen ursprünglichen Übung. Wir haben hier einen Bruttolistenverkaufspreis von 67.300 Euro gerundet. Mal 0,5% mal 10 Monate kommen wir auf eine Netto-Privatentnahme von 3.365 Euro. Davon ist 80% umsatzsteuerpflichtig, also 2.692 Euro. 20% ist umsatzsteuerfrei, also 673 Euro.
Bei den Umsatzsteuerpflichtigen müssen wir auch die Umsatzsteuer ausrechnen, indem wir mal 19% rechnen, wodurch wir eine Umsatzsteuer von 511,48 Euro erhalten. Jetzt rechnen wir beides zusammen und kommen auf 3.876,48 Euro als Privatentnahme. Wir buchen entsprechend Privatentnahme 3.876,48 Euro an Entnahme für private Zwecke umsatzsteuerfrei, macht 673 Euro und Entnahme für private Zwecke umsatzsteuerpflichtig 19% macht 2.692 Euro und Umsatzsteuer, quasi 19% Umsatzsteuer, macht 511,48 Euro. Okay. Ja, jetzt die nicht abzulegenden Betriebsausgaben für Heimfahrten. Er fuhr täglich 60 Kilometer hin und zurück von seiner Wohnung zur Betriebsstätte, also die einfache Entfernung ist 30 Entfernungskilometer. Wird er von unserem Bruttodistverkaufspreis ausgehend mal 0,03% mal 30 Kilometer mal 10 Monate, sind pauschalierte Ausgaben in Höhe von 6.057 Euro. Davon ziehen wir die 30 Cent pro Kilometer mal 30 Kilometer mal 200 Nutzungstage ab, dass er quasi als Währungskosten geltend machen kann, minus 1.800 Euro und kommen auf nicht abzugsfähige Betriebsausgaben in Höhe von 4.257 Euro. Die buchen wir mit nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben an Verwendung für private Zwecke umsatzsteuerfrei. Und fertig. Last but not least, die Sonderabschreibung oder SonderAFA für die Schaffung neuen Wohnraums. Aus dem neu geregelten § 7d StG geht hervor, dass bei Herstellung einer neuen Immobilie oder Wohnung, die zu Wohnzwecken vermietet werden soll, eine SonderAFA von zusätzlich 5% jährlich der Anschaffungs- oder Herstellkosten innerhalb der ersten 4 Jahre möglich sein soll. Die maximale SonderAFA beträgt jährlich allerdings höchstens 100 Euro pro Quadratmeter. Diese Regelung soll Anreiz zur Schaffung neuen Wohnraums bezüglich der aktuellen Wohnraumnot schaffen. Könnte sogar auch gut funktionieren, kann ich mir gut vorstellen, dass man das nutzen möchte. Allerdings hat der Gesetzgeber hier ziemlich enge Voraussetzungen geschaffen, die die Investition ein bisschen schwer machen. Die erste Regelung ist, es muss unbedingt neuer Wohnraum hergestellt werden, das heißt gebaut, oder es muss durch Umbaumaßnahmen ein bisher nicht zu Wohnzwecken dienende Immobilie geschaffen werden, dass sie wieder Wohnzwecke erfüllt, eine sogenannte Umnutzung. Zweitens, der Bauantrag dafür muss im Zeitraum vom 31.08.2018 bis zum 31.12.2021 liegen. Man muss sich also ein bisschen beeilen. Drittens, die Anschaffungs- oder Herstellkosten dürfen maximal 3.000 Euro pro Quadratmeter beantragen. Grund und Boden sind hier nicht mit inbegriffen, also quasi nur das reine Gebäude. Viertens, die Immobilie muss mindestens 10 Jahre zu Wohnzwecken vermietet werden, bei Verkauf vor Ende dieser Frist sowie beim Verkauf, der dazu führt, dass Wohnzwecke nicht mehr erfüllt werden, wird die SonderAFA rückwirkend gestrichen. Das führt natürlich zu einer höheren Steuerbelastung, da man ja höhere Einkünfte hatte. Und da die standardmäßig bestimmt mehr als 15 Monate nach Entstehung der Steuer rückliegen werden, werden auch entsprechend Zinsen anfallen. Weil wir können uns vorstellen, wenn wir 2019 oder meinetwegen 2020 mit der Bau fertig ist und wir ganz Monat dann, sagen wir mal, bis 2026 die AFA haben und dann uns entscheiden, für Wohnzwecke will ich eigentlich doch nicht, ich will es umnutzen oder okay, ich verkaufe das mal ganz einfach und die 10 Jahre sind noch nicht um. Ja, dann haben wir das Problem natürlich, dass jetzt seit 2020 5 bis 6 Jahre vergangen sind, je nachdem, wann wir es verkaufen. Und die Steuer nachträglich in diesem Jahr entstanden wäre. Und da müssen wir dann halt für 4 Jahre ungefähr Zinsen zahlen. Und bei 5% von einem Gebäude, selbst wenn das, sagen wir mal, 100.000 Euro nur kosten würde, was extremst billig wäre, bei 4 Jahren wäre das ein SonderAFA von rund 20.000 Euro. Ja, mal Zinsen. Kann man sich überlegen, ob man das gerne investieren möchte. Immer, obwohl der Zinslauf ja noch günstig ist mit 0,5% pro Monat. Aber bei, sagen wir mal, 2 Jahren alleine schon hätten wir dann 12% Zinsen.
von 20.000 Euro, die man nachzahlen muss, wären 2.400 Euro. Könnte man besser investieren. Aber okay. Ist noch nicht mal die letzte Voraussetzung. Jetzt kommt sie. Die letzte ist, die maximale Miete darf nicht mehr als 2 Drittel der ortsüblichen Miete betragen. Wobei hier leider nicht genau feststand und ich leider es auch nicht herauslesen konnte, wie das mit zukünftigen Entwicklungen zu handhaben ist, weil ich mich gefragt habe, wie sieht das jetzt aus, wenn die ortsübliche Miete meinetwegen 10, 15 Euro wäre pro Quadratmeter, dann dürfte man 10 Euro selbst ansetzen. Wie wäre denn jetzt der Fall, wenn die ortsübliche Miete sinken würde? Müsste man dann entsprechend im Jahr, wo die gesunken ist, es entsprechend auch senken, damit man dauerhaft unter den 2 Drittel ist, oder wird hier nur der ursprüngliche Zustand überprüft? Von der Logik her soll ein neuer Wohnraum geschaffen werden, der auch billigen Wohnraum bietet. Meines Erachtens müsste man also, wenn man dieses Ziel konsequent verfolgen müsste, jedes Mal wieder aufs Neue prüfen, wenn die ortsübliche Miete sich verändert, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind. Und als Vermieter einer solchen Immobilie hier müsste man seine Miete entsprechend anpassen. Das ist allerdings jetzt nicht irgendwie festgeschrieben, das konnte ich nicht genau herausfinden. Es wäre nur jetzt quasi meine logische Überlegung. Kann auch tatsächlich sein, dass der Gesetzgeber gemeint hat, okay, wir schauen, wann das Ding gebaut ist und ob es in dem Moment diese Voraussetzungen erfüllt, ob es unter 2 Drittel der ortsüblichen Miete liegt. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, weil das würde ja die Möglichkeit schaffen, ein Gebäude zu bauen. Dafür relativ zügig, sage ich mal, ja, eine gute Subvention von 5% jährlich zu bekommen für die ersten 4 Jahre. Und dann kann man sagen, naja, gut, jetzt erhöhe ich mal die Miete ordentlich, wenn ich die ortsübliche Miete sich verändert hat, dann bleibe ich halt bei meinem Mietpreis und na gut. Wie gesagt, das müsste man sehen, wie sich das entwickelt. Ich tendiere dazu, dass man das immer wieder bei jeder Veränderung der ortsüblichen Miete neu prüfen müsste. Gut, kommen wir zu einer Ad-hoc-Übung, die auch ein bisschen länger wird. Immerhin ist es doch recht umfangreich. Wir haben hier den Vermieter Gemütlich. Der hat mit Bauantrag vom 10. Februar 2019 ein Wohngebäude mit Wohnfläche von 500 Quadratmetern gebaut. Fertigstellung und Eintragung von diesen erfolgt im April 2020. Geplant ist die dauerhafte Vermietung auf unbestimmte Zeit. Die Miete beträgt hier 10 Euro pro Quadratmeter und Monat, die ortsübliche Miete 18 Euro pro Quadratmeter und Monat. Aufgrund der Wohnungsknappheit sind alle Wohnungen bereits seit der Fertigstellung vermietet und bezogen. Kleiner Hinweis, es geht hier nicht um nahe Angehörige oder Bekannte, es sind also alles fremde Dritte, sage ich mal. Die Mietzahlung erfolgt am letzten Tag eines Monats. Aufgabe: Berechne die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung für die Jahre 2020 bis 2024 unter der Annahme, dass keine weiteren Kosten bzw. Anschaffung anfallen und die Miete gleich bleibt, wenn die Herstellkosten ohne Grund und Boden insgesamt im Fall A 900.000, B 1,2 Millionen oder C 1,55 Millionen Euro betragen. Kleiner Hinweis noch, es liegen keine anderen Einkünfte vor, etwaige Verluste werden vorgetragen. Gut, damit müssen wir eigentlich alle Umstände berücksichtigt haben, sodass wir jetzt zur Lösung gehen können. Zuerst schauen wir mal, welche Voraussetzungen erfüllt sind und ob wir die Sonder-AFA in A, B oder C beanspruchen können. Weil die ganze Rechnerei nützt ja nichts, ohne das zu überprüfen. Schauen wir jetzt erstmal, ist neuer Wohnraum geschaffen worden? In allen drei Fällen ist ja das gleiche Gebäude, also ja. Liegt der Bauantrag zwischen 31.08.2018 und 31.12.2021? Auch hier in allen drei Fällen ja. Jetzt schauen wir, wie sieht es aus. Anschaffungskosten, Herstellkosten, hier eine Verherstellkosten. Maximal 3.000 Euro pro Quadratmeter. Da müssen wir rechnen. Machen wir eine Nebenrechnung für A. Und zwar rechnen wir die Herstellkosten geteilt durch die Fläche, also 900.000 Euro durch 500 Quadratmeter, kommen auf 1.800 Euro pro Quadratmeter und das ist kleiner als 3.000, also Bedingung erfüllt. Bei B haben wir 1,2 Millionen durch 500 Quadratmeter, ergibt 2.400 Euro pro Quadratmeter, Bedingung auch erfüllt. Bei C haben wir 1,55 Millionen durch 500 Quadratmeter. Ergibt 3.100 Euro, wir liegen also drüber, Bedingungen nicht erfüllt. Viertens, ist voraussichtlich damit zu rechnen, dass es mindestens 10 Jahre zu Wohnzwecken dient? Ja, ist laut Aufgabe so geplant. Fünftens, beträgt die Miete maximal 2 Drittel der ortsüblichen Miete? Müssen wir wieder kurz rechnen. Unsere normale Miete
Also 10 Euro pro Quadratmeter soll kleiner als 2 Drittel der ortsüblichen Miete in Höhe von 18 Euro pro Quadratmeter sein. Rechnen wir das aus, haben wir 10 Euro pro Quadratmeter ist kleiner, 12 Euro pro Quadratmeter, das ist eine wahre Aussage. Wir liegen also drunter, hätten sogar 2 Euro höher gehen können, um die Bedingungen zu erfüllen. Das heißt, in allen drei Fällen haben wir die ortsübliche Miete eingehalten mit höchstens 2 Drittel davon. Jetzt die Frage, haben wir Anspruch auf Sonder-AFA? Das ist gegeben, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind. Ja, haben wir bei A, bei B auch, bei C nicht, denn die dritte Bedingung mit den Anschaffungsherstellkosten haben wir nicht erfüllt und es genügt, wenn eine nicht erfüllt ist, dass die gesamte Sonder-AFA nicht in Anspruch genommen werden kann. Okay, jetzt können wir ein bisschen rechnen, indem wir die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im Jahr 2020 errechnen und eine kleine Tabelle zur Hilfestellung für die AFA. Ihr seht die Restbuchwerte hier im ersten Jahr. Die Herstellungskosten habe ich direkt einfach übernommen. Oben habe ich auch schon die Miete in Euro pro Quadratmeter eingetragen mit 10 Euro. Dann brauchen wir noch einen Faktor, mit dem wir diese multiplizieren, und zwar die Quadratmeter von 500 mal 9 Monate macht 4.500. Rechnen wir jetzt 10 Euro mal 4.500, kommen wir auf 45.000 Euro an Mieteinnahmen in den 3 Jahren, in den 3 Fällen. Jetzt müssen wir die lineare AFA abziehen. Die müssen wir erstmal für Fall A berechnen. Das machen wir, indem wir den Restbuchwert durch die Restnutzdauer in Jahren, das also durch 50, mal hier in dem Fall die anteiligen Monate mal 9 Zwölftel rechnen. Das macht 13.500 Euro. Die Sonder-AFA müssen wir nicht anteilig rechnen. Die können wir direkt mit 5% für das Jahr nehmen. Man geht immer von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten aus. Also 5% von 900.000 macht 45.000 Euro. Verlustvortrag haben wir keinen, ist ja das erste Jahr. Das macht Einkünfte im Fall A von minus 13.500 Euro, sprich ein Verlust. Bei B. Die lineare AFA berechnet sich genauso, nur halt mit dem Restbuchwert von 1,2 Millionen. Tippen wir das durch, kommen wir auf 18.000 Euro. Die Sonder-AFA, 5% von 1,2 Millionen, wären ein bisschen höher, wären 60.000. Allerdings maximal 100 Euro pro Quadratmeter mal 500 Quadratmeter macht maximal 50.000 Euro. Wir setzen also hier das Maximum von 50.000 Euro an. Auch hier kein Verlustvortrag, ergibt Einkünfte von minus 23.000 Euro. Ja, C. Selbe Formel, anderer Wert, ergibt eine lineare AFA von 23.250 Euro. Sonder-AFA brauchen wir nicht berücksichtigen. Wir haben überprüft, die Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Verlustvortrag gibt es auch keinen. Und damit haben wir einen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in C in Höhe von 21.750 Euro. Ja, selbiges machen wir jetzt für Jahr 2021. Den Verlustvortrag, das ist quasi der Verlust, den wir kumuliert haben aus den Vorjahren, in dem Fall nur ein Jahr, habe ich einfach nur hingeschrieben, übernommen aus den Vorjahren. Mal Quadratmeter mal 12 Monate wären jetzt 500 Quadratmeter mal 12 Monate 6.000. Das Produkt aus denen und der Miete ergibt unsere Mieteinnahmen von 60.000 Euro. Jetzt müssen wir die lineare AFA berechnen. Ihr seht, der Restbuchwert, den habe ich hier schon wieder hingeschrieben. Der ergibt sich aus dem Restbuchwert des Vorjahres, beziehungsweise im ersten Jahr waren es halt die Herstellkosten, abzüglich der AFA, die wir hatten. Und da verblieb bei A ein Restbuchwert von 841.500, bei B von 1,132 Millionen und bei C von 1,526750 Millionen Euro. Um die lineare AFA zu berechnen, nehmen wir jetzt bei A den Restbuchwert, teilen durch die Restnutzungsdauer, Achtung, 50 Jahre ist die Dauer. Wir haben ein Dreivierteljahr, also 0,75, abgeschrieben, müssen also quasi durch 49,25 teilen und kommen hier auf eine lineare AFA von 17.086,29 Euro. Die Sonder-AFA, die bleibt gleich, weil es wird vom ursprünglichen Betrag abgeschrieben, macht 45.000 Euro. Bei B. Ach so, Verzeihung, es gibt erstmal natürlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von 15.586,29 Euro, indem wir jetzt den Verlust aus diesem Jahr abzüglich den Verlustvortrag nehmen. Das heißt,
Wir haben jetzt einen höheren Verlust oder einen kumulierten Verlust von 15.586,29 €. Bei W ergibt sich die lineare Alpha aus derselben Rechnung, nur mit dem anderen Restbuchwert, macht dann 22.984,77 €. Die Sonderalpha bleibt wieder gleich mit 50.000 Euro. Und ziehen wir jetzt von unseren Mieteinnahmen 60.000 Euro die lineare Alpha ab von 22.984,77, die Sonderalpha von 50.000 und den Verlustvortrag von 23.000 Euro. Dann haben wir minus 35.984,77 € an Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die wir als Verlust vortragen können. Ja, bei C kommen wir auf genau 31.000 Euro. Macht auch Sinn, weil, wenn wir mal überlegen, wir haben jetzt ein volles Jahr und wir haben keine, also von der Logik her, keine anderen Korrekturen außer die AFA zu berücksichtigen. Das heißt, es müsste 2% der ursprünglichen Anschaffung Herstellkosten sein. Das sind es natürlich auch. Passt gut, wird jetzt auch jedes Jahr gleich bleiben, deswegen heißt der lineare AFA. In anderen Fällen ändert sich dieser halt nur, weil wir durch unsere Sonderabschreibung immer den Buchwert ändern. Und wir haben auch wieder keine Sonder-AFA. Das heißt, wir haben hier ganz einfach 60.000 Euro Einnahmen minus 31.000 lineare AFA macht einen Gewinn von 29.000 Euro. Deswegen können wir im Jahr 2022 C quasi oben stehen lassen, das ist jetzt immer identisch. Ja, der Restbuchwert vermindert sich jetzt zwar auch immer, aber auch die Restnutzungsdauer, weswegen wir bei C immer wieder auf 31.000 Euro kommen. Bei A und B habe ich die Restbuchwerte wieder ermittelt mit dem Restbuchwert aus dem Vorjahr abzüglich den Abschreibungen. Und ja, jetzt können wir uns die lineare AFA theoretisch berechnen. Wir können auch erstmal den Verlust vortragen, wie ich es hier gemacht habe, einfach aus den Vorjahren hingeschrieben. Und jetzt die lineare AFA bei A, die sich aus ja, der Restnutzungsdauer ergibt von 48,25 Jahren, wodurch wir den Restbuchwert teilen, womit wir auf eine lineare AFA von 16.154,03 Euro kommen und die Sonder-AFA bleibt unverändert bei 45.000 Euro. Ziehen wir das jetzt alles von 60.000 Euro ab, dann haben wir einen Verlustvortrag von minus 16.740,32 Euro. Bei B teilen wir den Restbuchwert von 1.059.015,23 auch durch 48,25 und kommen damit auf eine lineare AFA von 21.984,50 €, die wir abziehen können, unsere Sonder-AFA von 50.000 Euro, die wir abziehen können, unseren Verlustvortrag von minus 35.984,77 ziehen wir auch noch von den 60.000 ab und kommen damit auf einen Verlust von 47.969,27 Euro, den wir das nächste Jahr vortragen werden. Das machen wir jetzt auch direkt. Zack, da sind sie. Bei A, B, C gilt natürlich wieder entsprechend den Restbuchwert angepasst, indem man die Restbuchwerte des vorigen Jahres abzüglich der AFA genommen hat. Ihr seht auch schon bei C, ich habe jetzt, teile ich jetzt durch 47,25, weil ja wieder ein Jahr vergangen ist. Und berechnen wir die lineare AFA bei A, haben wir jetzt 718.277,68. Durch die 47,25 ergibt eine lineare AFA von 15.201,64. Unsere Sonder-AFA bleibt wieder bei 45.000 Euro. Wir können auch noch den Verlustvortrag abziehen von 16.740,32 und kommen auf einen Verlust von 16.941,96 Euro. Oder anders ausgedrückt, ohne Verlustvortrag haben wir hier rund 200 Euro Verlust gemacht. Hier decken sich also die Einnahmen mit den Ausgaben. Fast. B. Ja, hier teilen wir die 987.030,73 ebenfalls durch 47,25, kommen damit auf die lineare AFA von 20.889,54. Die Sonder-AFA bleibt bei 50.000, der Verlustvortrag ist minus 47.969,27. Ziehen wir das alles von den Einnahmen ab. Von 60.000 Euro haben wir einen verbleibenden Verlust von 58.858,81 €. Und das letzte Jahr ist 2024. Verlustvortrag wieder hingeschrieben, Restbuchwerte wieder ermittelt. Hier auch wieder den Zähler in der Klammer um 1 erhöht, womit wir den lineare AFA berechnen. Wir rechnen also bei A 658.076,04 geteilt durch
46,25 ergibt 14.228,67. Sonder-AFA haben wir keine mehr, die 4 Jahre sind vorbei. Ja, auch noch den Verlustvertrag von 16.941,96, den wir jetzt mit abziehen. Und müssen jetzt in 2024 28.769,37 € versteuern. Bei B haben wir dieselbe Rechnung, nur mit einem anderen Restbuchwert, ergibt eine lineare AFA von minus 19.808,46. Auch hier haben wir keine Sonder-AFA mehr, allerdings noch einen fetten Verlustvertrag von 58.858,81. Verbleiben Einkünfte in Vermietung und Verpachtung von minus 18.667,27. Die werden wir das nächste Jahr vortragen, theoretisch. Außer ich gehe die Aufgaben nicht. In 2025 bei gleichbleibenden Sachen hätten wir dann halt erstmalig einen zu versteuernden Gewinn hier in dem Fall. Okay, damit sind wir mit dem ersten Teil der Vorlesung durch. Ich hoffe, diese Neuerungen, die jetzt feststehen, waren interessant, sind eigentlich ja alle für den Steuerpflichtigen günstig und damit begrüßenswert. Und damit verabschiede ich mich in das Wochenende in meinem Fall. Wann auch immer ihr das Video seht, wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schönen Tag. Hoffe, es war interessant für euch, hat euch Spaß gemacht. Über Bewertungen würde ich mich freuen, über Abonnenten natürlich auch immer. Wer auf den Laufenden bleiben möchte, sollte das Glöckchen aktivieren. Und ihr könnt mir natürlich immer gerne Feedback geben, ob es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, natürlich auch. Daraus kann man viel lernen. Und bis dahin verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Steuervideo, was dann kommen wird, wo wir uns mit den unsicheren Neuregelungen befassen. Und ja, da werden wir sehen, die sind halt, ja, ich sag mal, ein bisschen diverser. Auf jeden Fall sage ich jetzt endlich Tschüss!